Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video in der Reihe des Planner Buddy Adventskalenders. Vielen Dank an alle, die bis jetzt schon Videos im Rahmen des Kalenders hochgeladen haben. Ich freue mich jeden Tag zu gucken, wer was gemacht hat. Und ja, generell ist gerade irgendwie, finde ich, sehr viel los auf YouTube und man hat viel zu gucken, man kommt gar nicht so richtig hinterher irgendwie. Und man hat auf jeden Fall viel Auswahl momentan und ich finde es auch sehr cool. Und ich werde auch direkt schon mal euch erzählen, wer morgen dran ist, falls ich das am Schluss dann vergessen sollte. Morgen geht es weiter bei Planer und Lotte. Es sind auch alle teilnehmenden Accounts in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr gerne schon mal allen folgen und alle abonnieren, damit ihr keine Videos verpasst. Und die ganzen Planer-Mädels und Planer-Boys laden ja auch außerdem Kalender noch andere Videos hoch, sowohl jetzt gerade als auch dann wahrscheinlich im neuen Jahr. Also lohnt es sich auf jeden Fall, die Kanäle zu abonnieren, würde ich mal behaupten. Und es gibt auch bei der lieben Frau Bieber, die gestern dran war, eine Playlist mit allen Videos vom Planner Buddy Adventskalender. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal schauen, wenn ihr das eine oder andere Video vielleicht verpasst haben solltet. Und ich muss jetzt einen kleinen Disclaimer aussprechen. Denn ich werde gleich in meinem Planer bzw. so Journaling-Seiten dekorieren und dieses Video wird ein kompletter Spoiler, was die Stationery-Überraschungsbox angeht. Also was jetzt hier liegt, ist nicht in der Box gewesen, aber ich nehme gleich noch Sachen dazu. Und wenn ihr noch nicht eure Box geöffnet habt oder noch nicht alles aus der Box geöffnet habt, dann würde ich euch empfehlen, dieses Video vielleicht erst später anzugucken, denn ich werde jetzt gleich halt dann Sachen hier im Bild liegen haben, verwenden, auf den Seiten haben, die in der Box waren und dann wäre es halt schade, wenn ihr euch dann, ja, die Überraschung nehmt. Ich habe vor, zwei Seiten zu gestalten, in Erinnerung an das Planertreffen Anfang Dezember. Da habe ich auch letztens einen Vlog von hochgeladen und ich muss sagen, ich freue mich voll, dass ich es geschafft habe, so ein bisschen Snippets das Wochenende über halt auch so mitzufilmen. Das ist ja immer ein bisschen blöd, wenn man dann ständig die Kamera rausholt oder so. Aber irgendwie hat das ganz gut geklappt, glaube ich. Und ja, diese Erinnerung so ein bisschen zu haben an das Treffen, weil das wirklich sehr schön war. Und ich habe im Zuge dessen dekoriert in dem Planer oder Journal von Martina und ich fand das so schön, dass ich das auch gerne in dem Stil bei mir machen wollen würde und deswegen habe ich mir jetzt quasi alles rausgesucht, was ich in ihrem Journal so benutzt habe, aber darüber hinaus habe ich mir noch ein paar andere Sachen ausgesucht, die ich jetzt nicht unbedingt vor Ort hatte, aber vielleicht auch noch verwenden könnte und ja, ich würde sagen, ich mache mal hier ein bisschen Platz. Und hole hier die Sachen raus. Also hier, warte, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ihr habt das Foto letztes Jahr gesehen, aber ja, ich halte es einmal zu. Ich weiß nicht, ob die Mädels das nochmal im Video haben wollen oder nicht. Letztes Jahr hatten wir auch ein Weihnachtstreffen. Da habe ich diese Seiten hier gestaltet und auch mit einem Foto von uns. Und dann dachte ich mir, kann ich ja einfach die nächsten zwei Seiten hier auch mit dem diesjährigen Planertreffen gestalten. Und das mache ich jetzt mal. Alle, die nicht gespoilert werden wollen, sollten jetzt vielleicht einmal abschalten. Wir sehen uns später. Und ich werde jetzt hier mal ein Bild einblenden von der Deko, die ich in Martinas Journal gemacht habe, woran ich mich so ein bisschen orientiere. Ich habe das hier links auf meinem Laptop auch auf. Und ich hole jetzt die Sachen ins Bild, die in der Box waren. Ich weiß gar nicht, ob das Unboxing in der Zwischenzeit online gegangen ist. Schätzungsweise nicht. Also die Box nicht haben, kriegen schon mal einen Mini-Einblick, was drin war. Auf jeden Fall möchte ich gerne diese Holzzahlenstempel benutzen. Und auch die Clear Stamps. Die finde ich richtig, richtig cool. Und hatte ich, glaube ich, beim Planner-Bag-Video auch gezeigt. Ne? Also ja. Es ist ja alles so ein bisschen fließender Übergang mit den Themen und es wird mal hier und da was doppelt gezeigt, es tut mir leid. Aber manches kommt dann halt erst später, wenn ich dann das Unboxing zum Beispiel hochlade, dann ist das dann natürlich nochmal drin, weil das natürlich dann ja zur Box gehört. Aber wir gucken jetzt einfach mal, dass wir bis dahin schaffen, nicht alle zu spoilern, ne?
Ich habe hier auf jeden Fall das Papier rausgesucht. Ähnliches, wie ich auch in Martinas Deko benutzt habe, aber auch noch so Rosatöne, weil ich dachte, dass das vielleicht auch ganz schön aussehen könnte, wenn ich da noch ein bisschen mehr Rosa reinmixe. Vielleicht lasse ich dieses Beige auch ganz weg, weil das nicht so ganz gerade irgendwie mir zusagt. Ich fand übrigens diese Kombi mit diesem Olivgrün, Beige, Rosa und so Nude irgendwie richtig, richtig schön. Und, das habt ihr aber auch schon gesehen, diese wunderschönen Sticker von Clary. Da müsst ihr auch unbedingt im Shop vorbeigucken, wenn ihr möchtet. Keine bezahlte Werbung, weil es eine Planerfreundin ist. Und mit Ria 10 spart ihr auch auf eure Bestellung. Also, just saying. So, und ja, jetzt gucken wir einfach mal, was hier so passiert und was ich jetzt hier so mache. Irgendwie ist hier so ein kleines Löcherchen in dem Papier. Ich weiß nicht, sieht das hier ein bisschen komisch aus. Vielleicht. Ich weiß nicht, was das hier für ein komisches Ding ist. Ich habe nur so Streifen. Warum sind das alles Streifen? Das ist irgendwie blöd. Ich wollte es so ein bisschen layern gerne. Ob ich doch noch das Beige nehme, aber ich glaube nicht. Und ich weiß halt noch gar nicht, welches Foto ich benutzen möchte und wo das dann hinkommen soll. Das bleibt auch noch spannend oder wird noch spannend. Aber das kommt dann erst später dazu, denke ich mal. Ich hoffe, ihr hört meine Nachbarn nicht. Die reden nämlich gerade irgendwie ziemlich laut da oben. Ach, irgendwas ist ja auch immer, ne? Das finde ich aber schon nicht schlecht. Ist ein bisschen so ein Rahmen geworden, aber ist eigentlich ganz cool, ne? So. Das Helle habe ich jetzt nicht nochmal. Vielleicht nehme ich dann einfach noch so ein bisschen was hiervon. Das sieht auch so ein bisschen aus. Das gehört sogar zusammen. Ich dachte, das wäre Zufall, aber ich glaube, das habe ich tatsächlich eben auseinandergerissen. Gut. Ich glaube, Papier habe ich genug platziert. Das Ding ist aber, dass die Seiten halt so super weiß sind. Deswegen muss ich da auf jeden Fall ein bisschen was hinstempeln oder so. Mal gucken. Also auf jeden Fall ja diese Blobs hier. Und ich sehe gerade, ich habe auch noch dieses Papier. Das wird ja schon voll so eine Collage fast. Thank you.
gerade vor mir liegt. Warum nicht, ne? Hatte ich zwar bei meinem Tina nicht, aber das macht ja nichts. Bringt nochmal ein bisschen was anderes hier rein. Sehr mädchenhaft gerade, aber das soll uns ja eigentlich nicht stören, ne? So. So. Ja, gut. Also gestempelt ist immer noch nichts, aber ich habe hier Schleifen liegen. Ist auch schon mal schön. Und ich überlege gerade, ob ich hier so Washi-Tape drumherum wickel. Und ich habe doch bestimmt irgendwas Olivgrünes am Start. Moment. Sagen, dass die beiden Tapes ganz gut passen könnten. Aber da nehme ich dann nur so ein Stückchen von. Und ich glaube, das schneide ich durch, weil sonst ist das so ein bisschen grisselig am Rand. Rumgewickelt, das war viel zu lang, aber ist nicht so schlimm. So. Ist natürlich hier genau das Ende schräg, das ist ja typisch, ne? Trägt auch gar nicht dick auf oder so, ne? Aber egal. So, dann mache ich das bei den anderen beiden auch noch schnell. So. Ja, ist ein bisschen kruckelig, aber ich glaube, es ist ganz okay. Wird dann auf jeden Fall später alles festgeklebt. Und ich glaube, ich muss die Sachen jetzt einmal irgendwie so ein bisschen zur Seite schieben, wie ich mir das hier hindrapiert habe. Und dann erstmal was auf die Seiten stempeln, um eine Basis zu schaffen. Und das machen wir mal mit diesen wunderschönen Blobs, wie ich sie hier nenne. Also in solchen Fällen ist mein Tisch immer ein bisschen klein irgendwie. Aber gut, kriegen wir schon hin. So, ich fange mal mit diesem wunderschönen Farbton hier an. Und ich glaube, ich mache aus dem Stempeln mal eine Timelapse, weil das, glaube ich, jetzt im Moment dauert, hier die ganzen Stempel immer zu switchen und die Farben zu tauschen und so. Deswegen lassen wir das. Einfach einmal als Timelapse durchlaufen, würde ich sagen.
So, ich habe es ein bisschen antrocknen lassen und ein bisschen beschwert, aber ich mache jetzt schon mal weiter. Ich nehme mir, glaube ich, als nächstes mal die Sticker dazu, weil die ja jetzt auch noch irgendwie einen Platz finden müssen. Ich habe irgendwie ganz schön viel rumgeklebt und rumgesaut hier. Aber ich finde es eigentlich schon ganz süß, muss ich sagen. Jetzt müssen wir es aber noch ein bisschen weihnachtlicher machen, weil das ja ein Weihnachtstreffen war. Ach so, und ich muss die Zahlen noch stempeln. Das sollte ich vielleicht zuerst machen, ne? Die Frage ist, wohin und was? Also ich glaube, ich werde 2023 stempeln, weil wir haben uns in diesem Jahr nur einmal getroffen, leider. Die anderen Male hat es nicht geklappt und es wurde jetzt zweimal dieses Jahr verschoben. Deswegen werde ich, glaube ich, einfach nur das Jahr stempeln. Und die Frage ist jetzt, wohin? Vielleicht hierhin. Ich muss sagen, ich bin richtiger Fan von diesen Holzstempeln und ich bin richtig happy, dass ich die in der Box hatte und ich sie jetzt dann auch mal verwenden kann. So, das ist doch schon mal ganz gut. Bisschen dicht dran, aber das ist nicht so schlimm. Dann muss ich das hier einfach mal ein bisschen abstempeln. Na. Also ich finde, die haben eine gute Größe für A5. Für Personal sind sie vielleicht schon einen Tick zu groß. Aber ich finde die sehr, sehr schön. Und jetzt gucke ich nochmal so ein bisschen auf mein Referenzfoto. Ich werde es ja nicht so exakt gleich machen, wie ich es da jetzt gemacht hatte. Aber auf jeden Fall geht es in eine ähnliche Richtung, sagen wir mal. Das Ding ist ganz schön groß hier. Aber ich finde das so schön. Deswegen kommt das mal dahin. Diese hängenden sind auch super schön, die hängenden Christbaumkugeln. Und ich brauche auf jeden Fall noch ein Mädchen oder zwei. Okay, welche nehme ich? Ich glaube, ich nehme die hier. Und die hier, weil wir uns ja auch gegenseitig beschenkt haben. Und ich sehe gerade, ich habe in der anderen Deko auch eine mit dem Rücken und eine von vorne genommen. Das passt ja sehr, sehr gut. Und ich glaube, die hier kommt hier irgendwo hin. Vielleicht so ein bisschen da drunter. So. Und dann machen wir die hier vielleicht auch hier hin, wie in der anderen Deko auch. Also ein bisschen ähnlich soll es ja schon werden, ne? Die schwebt noch ein bisschen im Raum, aber das kann man vielleicht noch ein bisschen ändern. Und ich habe ja auch noch diese ganzen kleinen Sticker hier. Da sind auch noch so Christbaumkugeln bei. Das hier ist auch sehr schön. Upsala. Oder ich nehme halt hiervon noch was. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Oh, ich habe zu früh losgelassen. Okay, ich wollte noch einen Mini-Tick hier drüber kleben, aber nee. Also, wenn es dann klebt, dann klebt es. Dann ist das auch in Ordnung. Aber die hier nehme ich, glaube ich, auch noch dazu, weil die so schön sind. Die Frage ist, wohin? Das soll ja auch nicht so aus dem Nichts kommen, ne? Vielleicht klebe ich das hier hin. Das ist
glaube ich, ganz schön. Also mir gefällt diese Deko jetzt schon richtig, richtig gut. Also die Kombi mit diesen Blobs und dem Papier und diesen wunderschönen Stickern, das ist echt, ja, es ist sehr gemütlich und gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme diese Schleife noch dazu. Die ist nicht zu groß und nicht zu klein. Ich habe auch hier Schleifen. Passt ja eigentlich ganz gut. Die Frage ist nur, wohin damit? Okay, vielleicht passt sie doch nicht so gut, weil ich habe ja schon Schleifen. Nee. Sorry, du musst vielleicht noch ein Jährchen warten. Aber was habe ich denn hier noch Schönes? Einen schönen Kamin hätte ich noch. Einen Tannenbaum. Ist halt auch ganz süß, ne? Komm schon. Und ich habe die anderen Clear Stamps auch noch. Die habe ich ja noch gar nicht verwendet. Das ist schon mal sehr cute. Dann hätte ich noch dieses Hängedings hier. Tja. Das ist jetzt die Frage, wo das hinpasst. Ist ja sehr schön, ne? Oh mein Gott! Oh Gott! Ja, so, ich glaube, das hänge ich hier so drunter, weil das hat hier nicht diese anderen Hängeteile. Das könnte man dann hier so platzieren. Ja, das finde ich sehr schön. Ich glaube, ich will noch nicht so viel Kleinkrams kleben, weil ich noch diese Stempel hier habe. Und ich habe auch keine Ahnung, wo da noch ein Foto auf die Seiten soll. Also vielleicht ein ganz kleines da so hin. Aber eventuell wird da jetzt auch hingestempelt. Das gucken wir jetzt mal. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt ein Mädchen am Schreibtisch nehmen soll. Aber da es ja ein Planertreffen war, möchte ich gerne den hier nehmen. Diese Clips fand ich auch sehr süß. Die hatte ich irgendwie immer so an diese Blobs dran gemacht. Und I wanted to hug you in person passt immer noch sehr, sehr gut zum Treffen. Und deswegen kommt es auch gleich noch zum Einsatz. Und ich glaube, da nehme ich was Dunkles zum Stempeln. Es hat so richtig was von einem gemütlichen Weihnachten mit diesen Schleifchen. Hat es halt was so, ja, von Geschenken irgendwie. Das ist doch sehr passend. So, der kommt da drauf. Diese Stempel sind auch einfach, also ich finde die mega. Ich habe mich so lange drauf gefreut, die endlich zu benutzen. Und beim Planertreffen war es dann soweit. Dann habe ich sie ausgepackt, beziehungsweise eingepackt und dann dort ausgepackt und dachte mir so, jo, jetzt ist es soweit. Ich kann die endlich mal irgendwo hinstempeln. Und das war schon ganz cool. Hat Spaß gemacht, die dann auch mal zu benutzen. Und jetzt kommt hier dieser Paperclip noch hier und da dran. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Paperclip. Dann nehme ich mal beige oder so. Sahara Sand heißt die Farbe. Wie viele Stempelkissen kann man eigentlich am Tisch haben? Auf dem Tisch haben. So. Und
So, das ist schon sehr cute. So, cute sage ich auch sehr gerne, eventuell. So, die kommen wieder weg. Und dann noch den Spruch. Ich glaube, der kommt hier drunter. Oder? Da weiß ich jetzt nicht. Wenn da noch ein Foto irgendwie hin soll, ich weiß nicht wie, aber wenn, dann ist es schwierig. Kommt das jetzt irgendwie so da vielleicht? Da so? Ja, ich glaube dahin. Die Frage ist, mit welcher Farbe? Ich glaube, da muss ich nochmal das Dunkelgrün nehmen. Ich glaube, das wird auch ein sehr langes Video mal wieder, obwohl ich gar nicht so wirklich was zu erzählen habe. Aber irgendwie brauche ich heute hier so ein Momentchen und dann könnt ihr einfach nebenbei auch ein bisschen kreativ werden. Das ist ja auch nicht so verkehrt, ne? So, dann haben wir das. Und ich glaube, mein allerliebster Stempel muss auch noch zum Einsatz kommen, und zwar dieser hier. Und ich werde den, glaube ich, hier so ein bisschen hinstempeln und aber verschiedene Farben benutzen. Also so eine Art Farbverlauf machen. Farbverlauf. Ich kann schon gar nicht mehr reden. So gut wie nichts erzählt in dem Video und trotzdem kann ich nicht mehr sprechen. So, so und hell. Und dann gucken wir mal, oh Mann, was dabei rauskommt. Wenn ich das dahin stempel. Oh ja, das ist ganz cool, muss ich sagen. Das machen wir nochmal. Ein bisschen weniger rosa. Ein bisschen Sage. Und vielleicht auch ein kleines bisschen dunkelgrün. So. Und dann kommt hier noch eine zweite. Dahin. Ja, finde ich sehr süß. Es ist jetzt halt ein bisschen zusammenhangslos. Ich weiß nicht, ob das jetzt doof ist, aber ich finde es irgendwie ganz cute. Ha, da war es wieder. Dann machen wir noch ein bisschen beige und ein bisschen was Helles. Machen hier nochmal irgendwie einen Übergang. Spart genau den Kopf aus, aber das ist sehr gut. Den wollen wir auch nicht mit vollstempeln, ne? Ja, finde ich sehr süß auf jeden Fall. Ist jetzt halt nur so an einer Stelle, aber ich finde es schön. Die Frage ist, ob man das jetzt nochmal hier oben macht. Nur so ein kleines bisschen. Und vielleicht nochmal hier unten. Auch ein kleines bisschen. Ich glaube, dann belasse ich es dabei. Und wir gucken uns das Ganze mal im Planer an. So, jetzt bräuchte ich natürlich am besten einen rosa Planer, weil das natürlich in rosa viel schöner aussehen würde. Aber ich muss sagen, ich bin richtig zufrieden und ganz happy. Ihr seht ja auch hier irgendwo nochmal das Referenzbild. Also ich glaube, ich habe es jetzt nicht die ganze Zeit eingeblendet, weil das dann vielleicht ein bisschen im Weg war. Keine Ahnung, wie ich das im Schnitt löse. Aber es ist auf jeden Fall ähnlich wie das, was ich bei Martina gemacht habe. Und ich habe jetzt natürlich einfach noch mehr Ruhe und Zeit und habe mich nicht nebenbei unterhalten oder so. Oder nochmal zwischendurch irgendwie was anderes gemacht. Deswegen
konnte ich mich natürlich da noch mehr darauf konzentrieren. Und ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Morgen geht's weiter bei Planer und Lotte. Hüpft auf jeden Fall morgen rüber. Und ich wünsche euch ansonsten noch ganz viel Spaß mit allen anderen Adventskalender-Videos. Und von mir gibt's sicherlich demnächst dann auch noch mal ein bisschen was zu sehen. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Videos jetzt so zum Jahreswechsel kommen, weil ich dann vielleicht auch mal die Zeit anders verbringe als mit Filmen. Ich habe aber hier und da noch eine Idee und auch noch was zum Schneiden parat. Deswegen ja, wird es schon hier und da auf jeden Fall was geben, denke ich mal. Und ansonsten war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.